auch so, ja, ich würde gerne eigentlich Gitarre lernen oder dies und das und tralala oder mich ein wenig erweitern. Den Horizont spirituell, wie auch immer. Ich habe ja keine Zeit. Das frisst ja der Alltag auf und sonst was. Dann müsst ihr wirklich hingehen und euch Zeit nehmen. Dafür plant sie ein. Und wenn es eine Viertelstunde ist. Jetzt kann immer nur einer essen, weil der Kopf so blöd steht, ne? Blöd irgendwie. Und mal das Blümchen woanders hin. Eigentlich steht das schön am Tisch, oder? Wisst ihr, was ich mache? Eigentlich steht es wirklich schön am Tisch. Dann packen wir den Korb. Was auch verdammt eng hier. Pack mal das Blümchen ein und den Korb dann hierher. Da ist schon was. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen Blümchen umgesetzt haben. Ich mache folgendes. Ich bin wieder. Ja. Blümchen bleibt, wo es ist, und der Kopf steht dann da halt. Schön im Weg rum, ne? Also, und rumspazieren, spazieren, obwohl eigentlich ist das blöde. Dann machen wir den Kopf dahin. Können sie zu dritt rankommen, irgendwie. Oh. Ich könnte auch wegmachen, weil wir haben ja eigentlich hier das Regal, ne? Wo wir eigentlich auch schon Sachen drin lagern sollten. Eigentlich und lagern und so. Ja, schön, dass man die Cam drehen kann. Oh, Forschung auswählen. Ja, wir haben noch geforscht, ne? Gärtnerei. Bewässerung ist gut. Obwohl, wir haben noch nie gewässert, ne? Ich habe nicht. Schneiderei, Rüstungsständer. Ich glaube, das wünscht sich der eine, ne? Objekte, Möbel. Handwerkszeugen, gelernten Fangerangler, Kleidung, Arztgrube, Gambessen. Gambessen. Im Wesen. Weiß nicht, nein, geschrieben wahrscheinlich. Trainingsdummy. Rüstungs. Schneiderei. Das hier einfache Holzregale. Holzschrank, Holzkiste. Eine Waffenvitrine. Ein Kinderbett. Oh, ein Kind. Ich will haben. Kinderbett. Will haben. Ist egal. Haben wollen. Und hätten. Auch 10 Kristalle übrigens. Das wird immer teurer. Ist klar. Zum Glück brauchst du ja auch nur Gold oder so, ne? Da macht ja eigentlich irgendwas anderes außer Faulenz. Wo Tomaten anpflanzt, ab und zu mal, ja. Ja. Weiß nicht, ne? Also. Ich hab ja Zeit eingeplant dafür. Jetzt meckere ich rum. Ja, das sollte man auch tun, dass die Leute mal ab und zu so ein bisschen relaxen können. Damit die relaxen und so. Wir haben schon das dritte Jahr übrigens, ne, dass wir hier leben. Nicht? Boah, mir kommt gerade so eine leichte Müdigkeit hoch. Das könnte auch daran liegen, dass ich vorhin gefrühstückt habe. Und dann geht ja immer vom Gehirn das Blut irgendwie in den Magen. Habe ich mal so gelernt. Naja, also der Fragen nimmt dann halt die. Dann ja ein Gebrauch. Dadurch kommt dann halt die Müdigkeit. Dass der Kopf halt weniger Energie hat. Ob es jetzt mit dem Blut zusammenhängt. Wenn wir keinen Punkt mehr im Kopf haben, dann ist vorbei. Ne? Ja,
allerdings, meine lieben Freunde, wenn wir auch kein Fett mehr im Kopf haben, ist auch vorbei. Haben viele, also das Gehirn besteht zu, keine Ahnung, wie viel Prozent Fett. Das weiß man. Und da gibt es auch Forschung mit Alzheimer-Patienten und so weiter. Wo es einfach schon reicht, den Kokosfett zu geben. Und dann kriegen die quasi wieder genügend Fett ins Gehirn. Nicht nur zur Verbrennung, sondern auch zur Regeneration und so weiter. Und das weiß man heute. Medikamente, irgendwas und Tralala. Ich meine, es gibt ja viele, viele Forschungsgebiete etc. Wobei das Medikament auch eigentlich nur bestimmte Fette Tralala ist. Ja, oder Omega 3 etc. braucht man auch ganz dringend. Ja. Und ich bin sehr sicher. Apostelprophet Tralala dafür sein, da gibt es genügend, aber ich meine nur, ne? Man muss ja auch so ein bisschen Eigenverantwortung auch in der Gesundheit und so selbst übernehmen. Ohne jetzt mal den Rest schlecht machen zu wollen oder irgendwas, sondern einfach mal selber schauen etc. Was kann man noch tun? Alternativen gucken. Die sind ja nicht immer komplett alternativlos. Auch wenn uns das immer gerne weiß gemacht wird. Oder auch einfach mal auf den Instinkt hören, ne? Ja, auch manchmal. Ja. Ah, guck mal, der werkelt jetzt gerade an irgendwas rum. Vielleicht eine Holzaxt oder so, dann geht's mit dem Holzfällen und so auch schneller. Natürlich genial, ne? Aber eigentlich müsste ich jetzt in der Werkbank auch 3 einstellen. Oder? 2 haben wir gesagt, machen wir. Ja gut, 2 Holzäxte und 2 Spitzhaken. Hm, kann ich noch plus machen. Ein Holzschwert, ja, wäre auch mal gut. Holz. Nee. Jetzt für die Materialien dazu. Sonst mache ich eben statt produzieren bei Spitzhacke und so, vielleicht geht das. Im Lager. Hm, ja, ob das eine jetzt. Er hat Spitzhacken gemacht. Tatsächlich geil. Vor allem Gesamtkosten 80 Ocken, ne? Wie die Holzspitz. Holzpicken. Die Holzpicken, ne? Ja, das sehe ich. Ich weiß, es ist gar nicht. Ich würde das gerne mal sehen, ob es so im Schrank dann ist. Das wäre schön. Das sehen wir wieder. Also im Grunde muss ja nur in dem Sinn das Item einpflegen, ne? Ja. Wo rennst du hin? Die pflücken hier gerade alle Baumwolle, habe ich das Gefühl. Muss ich ja mal machen, aber. Ja, eine Priorität 1 auf Bauer. Naja, schön Bauernstufe 1. So. Jetzt sollte ich dem einen oder anderen sagen, man möchte bitte nicht nur Bauern, sondern eine höhere Priorität auf andere Dinge haben. Klar ist Bauer sehr, sehr wichtig, damit wir zu essen haben. Machst du mehr auf Bergbau und du gehst von Bauer weg, mehr zu Förster hin. Das wird, glaube ich, sinnig. Also ein bisschen die Rollenverteilung und so, ne? Ich freue mich schon irgendwie aufs Babybett. Hm. Ja. Obwohl wahrscheinlich die Wünsche der Leute dann auch wieder höher werden, ne? Von denen, ja, ich hätte gern Babybett. Okay. Ich meine nur, ne? Also, gut, momentan ist es ein bisschen schlecht mit so Dingen wie überhaupt Babys bekommen zu können.
Ja. Werde erforschen, war das so. Ne? Wie mit dem Film von Arnold Schwarzenegger, ja? Irgendwas ist passiert, aber ich sehe es nicht. Irgendwas ist. Oh, guck mal, der hat. Oh, der hat eine Axt. Der hat eine Axt. Nee, ist nur eingeteilt als Axt, glaube ich. Ja, oder unterm Apfelbaum liegen bleiben. Boing. Das war nichts mit Aufstehen, ne? Ich kann auch manchmal so aufstehen, also. Nee. Komm nicht hoch. Ich lege mich nochmal hin. Ja gut, jetzt bist du zum Apfelbaum gerannt, ne? Ja, nicht hierher bewegen, Apfel sammeln. Ich meine, wenn er schon bis dahin gerannt ist, dann kann er auch mal Äpfel sammeln, ne? So, der Millionär ist nah am Rumpf. Ach, die Bienen rennen dahin rum. Okay. Ich glaube, die gehen was essen, oder? Natur. Ja, guck mal, jetzt sind sie zu zweit herangekommen. Das geht doch. Ihr müsst euch nur ein bisschen koordinieren. Dann geht alles. Doch sind wir halt jetzt zu viel Hunger, obwohl der ja auch einen ganzen Tag können was essen. Der will unbedingt sich mit King Millionär streiten. Warum auch nur? Eine Kommode in seinem Haus bekommen. Ja, das habe ich gesagt mit den Wünschen, Stühle, Kommoden. Ja, irgendwann werden wir das Haus wahrscheinlich auch ein bisschen auseinanderklamüsern und jeder kriegt so ein bisschen Eigenhaus. Vielleicht hier so hin oder so, aber das wird alles noch dauern. Das ist alles Zukunftsmusik. Ich meine, wir müssen jetzt hier erstmal wirklich Dinge tun, dass wir was zu essen haben, dass die und so weiter, ne? Ihr wisst schon, wirtschaftlich etc., damit es uns gut geht soweit, dass wir nicht am Hungertuch nagen. Und solche Sachen, ja, das wäre doof. Was ist das denn hier eigentlich? Holzaxt, Axt 2. Ausrüstung. Warte mal. Lager. Waren die Symbole schon vorher da, oder? Ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt hier, warte mal, ich guck mal bei Ausrüstung. Werkzeug. Schaden, dran genau. Zivilausrüstung. Gärten, Werkzeughalter. Wähle Ausrüstung in Möbelstück. Ausrüstung in Möbel. Ach, das ist ja schwierig. Okay, ich guck mal, Möbelstück. Kann man da irgendwas wählen? Nein, ich wollte es nicht umsetzen. Das Ding bitte da, wo es hingehört. Warte mal, King Chicken auswählen. Eine Holzaxt braucht er jetzt nicht. Oh, eine. Wichtiges Eigentum, Werkzeug, ja. Zahlung. Jetzt wieder das Ding da draußen stellen, ne? Das ist so. Das war jetzt irgendwie alles nicht so, wie ich wollte. Lass das bitte da stehen, wo es hingehört. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal, das sieht man dann da. Oh Gott, das ist aber schwierig. Wem jetzt was. Gut, hier habe ich das zugeteilt. Jetzt muss ich hier die Axt reinnehmen, ne? Uff. Okay, da kommen jetzt Äxte rein, oder? Für ihn die Axt. Und man sieht, das Item ist tatsächlich im Schrank. Geil. Das heißt, wir haben jetzt eine Axt. Das ist toll. Ich freue mich. Übrigens, er hat blau, ne? Die anderen haben grün. Vielleicht können wir auch die Klamotten später. Also, kann man bestimmt ändern. Definitiv. Jetzt müsste aber erstmal irgendjemand hier Dinge tun. Guck mal, die unterhalten sich. Der will sich ja unbedingt mit King Millionär streiten. Warum? Oh. Aber er geht tendenziell wahrscheinlich dahin. Also generell so minus, jawohl. Big Brother und so ist watching you. Ja.
Kreuzpicken. Oh, nee, schon wieder die Kacke hier. Ja, toll. Jungs, Mädels, könnt ihr mal hingehen und die Dinger. Ja, das wäre super. Alle befallenen Pflanzen entfernen, ja. Meine nur, ne? So manche Dinge muss man dann doch tun. Ich weiß nicht, wo du gerade hin willst, aber ja. Am besten was. Oh Gott, ey, das ist ja komplett hier schon gleich wieder befallen. Ja, hierher bewegen, das. Ja, manchmal ist doof zu treffen. So, ich meine zusammen. Ja, oder geht doch einfach hier. Jobi, wo willst du hin? Manchmal, ne? Da könnte man sich so selbst in den Hintern treten. Was machst du? Wo willst du hin? Ist verwirrt, oder? Kann das sein? Ein bisschen weird? Habe ich meine Axt noch im Schrank gelassen? Ich habe Hunger. Ich renne auch manchmal so durch die Bude, ne? Also dann. Ich wollte noch was und. Ach nee, ich hab Hunger. Ja, sammelt tralala Holz. Ich weiß, aber. Vielleicht holt er jetzt doch die Axt raus aus dem Schrank oder so. Und geht mal Förster. Ja, gut, die beiden machen jetzt hier. Aber da ist die Hälfte der Ernte schon mindestens Schrott, ne? Es ist kacke. Oh! Bäume kicken nicht mehr irgendwas. Ich habe eine Auszeichnung bekommen. Ich weiß nicht, ob man es unten lesen konnte. So, weil wir jetzt die erste Axt haben. Du suchst hier spezielle Bäume aus. Kann das sein? Geh mal vorbei, Thor. Ja gut, ja, das ist dann auch Thor. Jetzt haben wir die restlichen Tomaten einsammelt. Ich hab die jetzt auch ein bisschen mehr eingeteilt, ne? Mit Holz und Steine und tralala. Wobei Steine haben wir echt eine Menge schon, ne? Aber gut, man. Warum gehst du jetzt Baumwolle pflücken? Ich hole eine Axt, um Baumwolle pflücken zu gehen. Sag mal, hast du irgendwie eine Macke, Junge? Ich frag nur für einen Freund, aber hast du eine Macke? Warum gehst du jetzt Baumwolle pflücken? Ich hatte gerade irgendwie so. Lust zu. Dafür habe ich die Axt aus dem Schrank geholt, damit ich dann Baumwolle pflücken gehe. Ich schleppe noch gerne Dinge mit mir rum, damit ich zwei Hände frei habe. Hä? Logik. Komm raus, du bist umzingelt. Oh Leute, ey. Manchmal, ne? Ah, herrlich. Okay, er pflanzt jetzt auch neue an. Ich weiß nicht, ob er das kaputte da wegnimmt. Sollte eigentlich drin sein, ne? Dass er das auch macht. Ich mag das Spiel irgendwie, aber irgendwie manchmal so weird, ne? So, hä? Oh, ich mag das Spiel, ja. Aber ist auch schön. Dass man merkt, dass auch programmierte Kacke laufen kann. Also, ne? Alles so 100% läuft. Wobei unser Gehirn ja auch irgendwo programmiert ist. Deswegen sagte ich ja auch schon vor, keine Ahnung, ne? Also auch schlechte Dinge oder so, sollte man mal aufarbeiten und loslassen. So, ne? Und nicht die ganze Zeit dran festhalten. Und auch morgen so sein. Wenn man morgens schon aufwacht und hat negative Gedanken. Tralala. Klar. Und dann sollte man irgendwie auch mal versuchen, den drüber sprechen zu können oder irgendwas. Oder tralala. Deswegen, ich sage auch im Streams oder sonst was, ne, mache ich auch gerne. Klar, es gibt diese Routine. Routinierte Frage, Hallöchen, wie geht's dir, tralala? Aber, ne, die meisten sagen auch, ja, alles gut und so. Aber ich meine, wenn ihr wirklich so Schmerzen habt, ne, also
Weil das finde ich auch gut an vielen Streamern, tralala, dass sie eben nicht nur ihren Hi-Fi machen, sondern auch wirklich mal auch so